Wenn Frankreichs Präsident François Hollande heute nach Timbuktu kommt, wird er auch die umfassende Zerstörung der wertvollen Kulturgüter in der historischen Stadt zu sehen bekommen. Timbuktu gehört zum Weltkulturerbe der UNESCO. Die Islamisten haben viele geschützte Monumente zertrümmert oder niedergebrannt, weil sie nicht mit ihrer Auslegung des Islam übereinstimmten. Wie geht es nun weiter? Kann noch etwas gerettet werden? Lazare Elundu von der UNESCO meint, die UNESCO wird eine Expertenmission hierher schicken, um den Schaden zu beurteilen und festzulegen, wo die Prioritäten liegen. Die UNESCO wird sich bemühen, mit den Stämmen und Gruppen vor Ort zusammenzuarbeiten, die diese Kulturschätze 1000 Jahre lang hüteten. In Timbuktu herrschte eine Hochkultur. Viele Gelehrte arbeiteten in der Stadt und schrieben hier ihr Wissen auf. Vieles davon ist nun für immer verschwunden. Islamforscher Sane Chirfi sagt, es gab Schriften über Geometrie, Medizin, Geschichte, Erdkunde. Auch Märchen wurden aufgeschrieben. Hier waren auch Unterlagen zu finden über den Verkauf von Sklaven, über Enteignungen. Einige Schriftstücke haben die Zerstörungswut der Islamisten überlebt, wenn auch angeschlagen.